Ich freue mich sehr, Ulf Sauerbrei hier begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Er hat uns ja schon zugesagt und auch schon zugeschickt, seinen Beitrag für unseren Band, den wir ja in Planung haben, zur Praxeologie der Erziehung, Titel Praktiken des Erziehens. Und Sie sehen hier auch, womit er sich beschäftigt mit dem Thema Vermitteln und Aneignen. Kurz einige Worte zu seiner Person. Er ist im Moment in Erfurt Professor für Kindheit und Jugend in digitalen Bildungswelten. Da ist das Thema Digitalität jetzt noch dazugekommen. Er hat verschiedene Standorte und Stationen schon hinter sich. Hochschule Neubrandenburg war er, dann in Graz. Eigentlich promoviert und habilitiert hat er sich in Jena. Er kommt also sozusagen aus dem weiteren Dunstkreis von Ralf Körrenz, kann man eigentlich auch so sagen. Ja. Und das hängt auch wieder ein bisschen mit seinem Thema zusammen. Er hat, so wie ich das jetzt überblicke, aber vielleicht gibt es auch noch viel mehr, aber ich sage jetzt noch mal drei Themen, mit denen er sich beschäftigt. Das erste Thema, was wo er fast ganz alleine ist, muss man mal sagen. Es gibt noch ein paar Mitstreiter, aber es ist sehr wenig beforscht, aber sehr wichtig. Er untersucht Ratgeber und Ratgeberliteratur. Ja, das heißt also natürlich insbesondere auch im frühpädagogischen Bereich gibt es, wie Sie da ja alle wissen, Sie müssen nur in eine Bahnhofsbuchhandlung reingehen, einen Haufen Ratgebern. Ja, die Kinder schlafen nicht, die sind disziplinlos, sie seien Tyrannen und so weiter und so weiter. In der Regel schreiben Ratgeber keine Pädagogen oder Erziehungswissenschaftler, denn wir haben uns eben schon darüber unterhalten, sobald man sich mit dem Thema Erziehung beschäftigt und merkt, wie komplex und schwierig das ist, schreibt kein Erziehungswissenschaftler mehr einen Ratgeber zum Thema Erziehung und klopft das dann ganz platt. Also das erforscht er kürzlich noch mit einem DFG-Netzwerk zu den Ratgebern, empirische Ratgeberforschung heißt das. Da gibt es jetzt ein Nachfolgenetzwerk. Da geht es dann auch um Ratgeber, aber vor allen Dingen um die Bindungstheorien in den Ratgebern, also um theoretische Hintergründe der Ratgeber. Und wie Sie sich denken können, sind die Bindungstheorien selber auch seltenes Thema erziehungswissenschaftlicher Forschung, sind aber natürlich wieder in die Kritik geraten aufgrund der normativen Aufladung. Also auch dort gibt es ein Desiderat der Forschung. Das wird jetzt mit dem neuen DFG-Netzwerk, ich zitiere es mal, Discourses and Practices on Attachment in Postwar Europe heißt das, untersucht. Ein zweites Thema ist auch historisch orientiert und ästhetisch orientiert, dreht sich so um Fröbel. Und Fröbels Kindheitspädagogik, Fröbels Theorie des Spiels. Sie wissen ja, der Kindergarten kommt vom Fröbel. Spielen ist eine zentrale Praktik, die in der Frühpädagogik seitdem eigentlich im Mittelpunkt steht, aber auch eine typisch deutsche Angelegenheit, wenn man jetzt im Ausland herumfragt oder ausländische, asiatische Kinder in die deutsche Kita kommen, ja, gibt es großes Rätselraten, was die hier machen. Die lernen hier nicht, sondern die spielen. Ja, dann fragen die, was ist denn hier eigentlich los? Also, ja, das Spielen ist eine wichtige Sache und bei ihm auch die wissenschaftliche und historiografische Fröbelforschung, kann man auch sagen. Ja. Und der dritte Punkt, klar, hängt damit zusammen mit Frühpädagogik, ist eben Erziehung, Erziehungstheorie, Erziehungsforschung, Erziehungspraxis und da geht es dann vor allen Dingen um Vermittlungs- und Aneignungspraktiken kann man sagen, aber auch, ich zitiere mal hier so eine Sache, ein Titel, Erziehen Ratgeber in Buchform. Können eigentlich Bücher auch erziehen? In unserem Band ist auch ein Beitrag dazu drin. Also es geht dann auch um pädagogische Grundprobleme, Grundbegriffe, Grundpraxen, also um diese systematische Verortung. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für die Vorstellung. Es ist jedes Mal, wenn sozusagen die Informationen aus dem Internet von jemand anderem zusammengestellt werden,
ist es ja zum einen eine Außenperspektive, die man wahrnimmt, und zum anderen lernt man auch wieder was, wie man sich in Bewerbung präsentieren könnte. Aber das müssen Sie ja jetzt nicht mehr. Nein, erstmal nein. Zunächst. Also ich bin sehr zufrieden jetzt, wo ich bin. Genau, also das Thema lautet Vermitteln und Aneignen als pädagogische Praxis. Jetzt weiß ich tatsächlich, dass gestern oder heute der Beitrag für den Sammelband auch schon mal rundgesandt wurde an Sie alle. Glaube ich, ja. Einige haben vielleicht schon mal reingeschaut. Ich werde tatsächlich jetzt in meinem Manuskript, ich habe ein Manuskript dabei, relativ nah am Text bleiben, habe das eine oder andere ergänzt, habe manches herausgekürzt, weil es sonst viel zu lange wäre für diese knappe Dreiviertelstunde, die ich eingeplant habe, zu sprechen, damit wir noch Zeit für die Diskussion haben. Insofern vielleicht die eine oder andere Wiederholung, aber das schadet ja gar nicht, sondern gesprochenes Wort und gelesenes, ja, das ist ja doch nochmal ein anderer Wahrnehmungsmodus. Ich würde vielleicht nochmal starten mit etwas, was ich im Beitrag nicht so stark gemacht habe, nämlich ich bin vor ein paar Tagen nochmal über die Ausgabe der Vorlesung von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher gestoßen. Die ist ja auch in Jena, wo ich promoviert habe, bei Michael Winkler von Winkler und Brachmann herausgegeben worden und eigentlich federführend, muss man sagen, auch von Dorothea Meyer transkribiert worden, was wir als Schleiermachers Pädagogik-Vorlesung kennen. Das ist ja, da ist man nicht so ganz sicher, hat er das wirklich so gelesen, weil wir haben vor allem Vorlesungsmitschriften von ihm und die sind quasi historisch, philologisch, kleinteilig rekonstruiert worden, um auf so etwas wie das, was er vielleicht tatsächlich gesagt haben könnte in der Vorlesung, zu stoßen. Ja, und da war ja lange Zeit, jahrzehntelang in den Schleiermacher-Ausgaben dieser berühmte Eingangssatz zu lesen, was als Erziehung oder was man im Allgemeinen unter Erziehung versteht, kann als bekannt vorausgesetzt werden. Ja, eigentlich steht da, ich habe mir das nochmal notiert, nach dieser philologischen Kleinarbeit von Dorothea Meyer, eigentlich war der Eingangssatz wahrscheinlich: Wenn wir von Erziehung reden, kann man dies als ein bekanntes Wort voraussetzen. Aha. Das war wahrscheinlich der Eingang. Und da will ich jetzt mal einsteigen, weil dann starte ich auch mit im Beitrag. Ich möchte mit einem Vergleich beginnen. Und da sind wir ganz nah bei dem, wie Schleiermacher auch diese Vorlesung begonnen hat. Es geht um Erziehung und um den Sonnenuntergang. Beide Begriffe und die mit ihnen verbundenen Ideen scheinen im alltäglichen Sprachgebrauch in der deutschen Sprache verständlich zu sein. Wir wissen alle irgendwie, was damit gemeint ist. Zumindest können wir uns darüber verständigen. Für die wissenschaftlichen Disziplinen, die beide Sachverhalte untersuchen, als ihre Gegenstände, als Sachverhalte ihres Gegenstandsbereiches, bergen die in beiden Begriffen transportierten Alltagsverständnisse jedoch grundlegende Probleme. Beim Sonnenuntergang handelt es sich der Sache nach gar nicht um eine untergehende Sonne, sondern um einen steigenden Horizont. Wir als die Sonne Betrachtenden auf der Erde werden bewegt und die Idee, dass die Sonne am Abend untergeht und am Morgen aufgeht, entstammt einer Perspektive, die zurückgeht auf das geozentrische Weltbild, bei dem angenommen wurde, die Erde stünde im Zentrum des Universums und andere Planeten und Sterne inklusive der Sonne drehten sich um sie. Diese im Sonnenuntergang sprachlich tradierte Perspektive ist folgenreich. Wie Wolfgang Sünkel im ersten Band seiner allgemeinen Erziehungstheorie festgehalten hatte, Zitat Sünkel, selbst Astronomen müssen sich zwingen, beim Anblick des Sonnenuntergangs nicht die Sonne sinken, sondern den Horizont steigen zu sehen. Bei der alltäglichen Begriffsverwendung von Erziehung und ihrer in der deutschen Sprache transportierten Idee, der Erzieher erzieht den Zögling, haben wir meines Erachtens ein ähnliches Problem. Das sich in wirkmächtigen Erziehungsbegriffen der vergangenen zwei Jahrhunderte immer wieder spiegelt, wenn man da mal drauf zurückschaut, und das auf eine mögliche Differenz der Wissensformen Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen aufmerksam macht. Der Sonnenuntergang zeigt uns zumindest, dass wir uns bei der Frage nach einem Begriff bzw. wenn wir eine Theorie entwickeln wollen, nicht vorschnell auf den alltäglichen Sprachgebrauch verlassen sollten. Der kann irreführend sein. Wie steht es nun aber um den pädagogischen Grundbegriff der Erziehung? Gemeinsam ist vielen heute vorliegenden Erziehungstheorien, dass sie die grammatische Struktur der Erzieher erzieht den Zögling entsprechend des im Satz enthaltenen Subjekts, Erzieher, Prädikats, erzieht und Objekts, der Zögling,
heranziehen und bei der Konzeption konstitutiver Merkmale der Sache vor allem auf das Prädikat setzen. Erziehung, Sie haben das gerade angesprochen, Erziehung ist dann gleich dem Erziehen. Und erscheint als das, was die Personen tun, die während des Erziehungsgeschehens in die Rolle pädagogisch Handelnder, also Erziehender, schlüpfen. Nicht selten wird dabei von einem absichtlichen Tun ausgegangen, allerdings in der Regel auf Seiten Erziehender, denn sie gelten in solchen Erziehungsvorstellungen ja als die handelnden Subjekte. Prominent geworden und über Jahrzehnte wirkmächtig war vor allem Wolfgang Prezinkas Begriffsbestimmung, die ist Ihnen vermutlich im Studium allen irgendwie mal begegnet. Hier auf der Folie nochmal, unter Erziehung werden soziale Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Disposition anderer Menschen mit psychischen und oder sozialkulturellen Mitteln, Weg 1, dauerhaft zu verbessern, Weg 2, seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten oder, Variante 3, die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten. Auch wenn die in dieser Begriffsbestimmung, also wenn in dieser Begriffsbestimmung mögliche Absichten der Menschen, die die soziale Handlung ausüben, mit der sie etwas versuchen, von Prezinka mitgedacht worden ist, handelt es sich im Kern um einen Geschehensbegriff. Denn Erziehung besteht laut Prezinka nicht nur aus einer Absicht, sondern aus sozialen Handlungen derjenigen Menschen, die erzieherisch auf andere Menschen einwirken. Die anderen Menschen werden in diesem Begriff allerdings als Objekte pädagogischer Einwirkung bestimmt. Teilweise spricht die erziehungstheoretische Diskussion auch von AdressatInnen von Erziehung. Diesen kommt in Prezinkas Vorstellung von Erziehung keine Subjektivität zu. In einem solchen Begriff ist Erziehung so konzipiert, wie sie sich auch in der eingangs genannten Alltagsvorstellung von Erziehung in ihrer grammatikalischen Struktur spiegelt. Viele Erziehungstheorien tappen hierbei meines Erachtens in die Falle des Alltagswissens bzw. der Alltagsvorstellung und versperren sich dabei möglicherweise, jetzt noch ergänzt, möglicherweise den erkenntnisgenerierenden Weg zu einer Begriffskonzeption, die der Tatsache, die wir mit dem Wort Erziehung im Alltag bezeichnen, unter Umständen eher gerecht werden könnte. Mir ist aber auch wichtig anzumerken, dass jede Alltagsvorstellung wissenschaftlich betrachtet präzise oder gar falsch ist. Im Falle von Erziehung allerdings entstehen aus dem beschriebenen, ich nenne das monosubjektives Verständnis pädagogischen Geschehens, eine Reihe von Folgeproblemen, die auf einer logischen Ebene bislang nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten, die auch immer wieder angemahnt wurden. Michael Winkler, Helmut Heidt, Sünkel, Prange haben das immer wieder angemahnt, dass das nicht zufriedenstellend ist. Die anderen Menschen, die in Prezinkas Begriff mit der sozialen Handlung namens Erziehung adressiert werden, lassen sich nämlich ebenfalls als am Geschehen Beteiligte mit eigenen Intentionen verstehen, ganz gleich, ob es sich um Kinder in der frühesten Kindheit handelt, um Jugendliche oder um Hochaltrige. Auch deren Intentionen, vielleicht sogar primär ihre Intentionen, sind dafür entscheidend, dass Erziehung überhaupt stattfindet. Und zwar nicht bloß als versuchter Akt des Erziehens, sondern als eine Art Koaktivität, in der das Erziehen des einen Subjekts, Prange würde sagen, das Lernen eines anderen Subjekts tatsächlich beeinflusst. Nicht wenige AutorInnen gehen dementsprechend inzwischen davon aus, dass Erziehung, so Winkler, immer nur als ein bisubjektives Geschehen möglich ist. Und dass, so Helmut Heidt, ein beabsichtigter Erfolg pädagogischen Handelns nur unter der Bedingung einer entsprechenden Selbsttätigkeit, Fichte, Benner und so weiter, einer Selbsttätigkeit des sogenannten Adressaten dieses Handelns möglich ist. Aufgrund dieser knapp angeführten Kritik sind insbesondere nach der Jahrtausendwende umfangreich ausgearbeitete, bisubjektiv angelegte Erziehungstheorien erschienen. Hervorzuheben sind dabei meines Erachtens die Theorien von Klaus Prange und Wolfgang Sünkel, die beide in einem weiten Sinne aus einem deskriptiv-phänomenologischen Denken heraus entwickelt wurden. Auf Sünkels Theorie will ich hier und heute näher eingehen. Er versteht unter Erziehung eine vermittelte Aneignung nicht genetischer Tätigkeitsdisposition. Erziehung ist hierbei nicht als eine Tätigkeit konzipiert, sondern als Vollzug von zwei Teiltätigkeiten. Beleuchten möchte ich daher im Folgenden die beiden Tätigkeiten aneignen und vermitteln. Das ist Kapitel 2 und 3. Ich würde das die Subjektebene bezeichnen. Es sind ja mindestens zwei Subjekte.
sowie die sogenannten nicht-genetischen Tätigkeitsdispositionen, Kapitel 4, das ist die Objektebene, und dem folgen einige knappe Schlussbemerkungen unter fünftens. Punkt 2, aneignen, die Tätigkeit des durch Vermittlung lernenden Subjekts. Der Begriff Aneignung findet gegenwärtig in einigen Subdisziplinen der Erziehungswissenschaft Verwendung. Jochen Kade aus der Erwachsenenbildung begründet ihn system- und kommunikationstheoretisch und spricht in Bezug auf Aneignungsaktivitäten in seiner näheren Bestimmung etwa von Lernen, Erfahrungen, Erwerb von Wissen, Werten und Kompetenzen. In der Sozialpädagogik und dort insbesondere in der Sozialraumforschung, Ulrich Deinet und andere, Reutlinger, wird Aneignung sogar als eigenständiges Bildungskonzept diskutiert. Mögliche Vorläufer für die Begriffsrezeption in der Erziehungswissenschaft bilden Ideen von, schon genannt vorhin, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Wilhelm von Humboldt, Aneignung von Welt, ja, bei denen der Aneignungsbegriff im Sinne verschiedener Aspekte eines Sich-Bildens oder Lernens genutzt wurde. Die am stärksten systematisch angelegte Arbeit im historischen Rückblick zum Aneignen stammt vom Klassiker, wie wir ihn nennen, Johann Friedrich Herbart, der die Aperzeption, wie er es nannte, als menschliche Tätigkeit im Erziehungsgeschehen festgestellt hatte. Bereits angeeignete, wie er sagte, gemerkte Vorstellungen von der Welt seien demnach immer Voraussetzungen im Subjekt für weitere Aneignungstätigkeiten. Also man kann sowas wie einen ständig sich aufbauenden Zustand durch die Aneignung im Menschen verstehen. Ja. Herberts Überlegungen fanden unter anderem durch den Herbertianer Otto Willmann im 20. Jahrhundert auch Eingang, zumindest in Teile der schulpädagogischen Fachsprache, bislang allerdings ohne zu einem eigenständigen Grundbegriff schulpädagogischer oder auch allgemeinpädagogischer Fachsprache zu werden. Also wenn man sich so die Lexika, Wörterbücher, Einführungswerke der Schulpädagogik, der Allgemeinpädagogik anschaut, da habe ich Aneignung bisher noch nicht gefunden. Ja? Auch nicht unter diesen sogenannten stummen Begriffen, Tacit Knowledge, ja? Kommt auch nicht vor. Schade eigentlich. mit diesen kanonisierten pädagogischen Grundlagentexten, Klassiker, wie wir sie oftmals nennen, hatte sich Sünkel nachweislich intensiv auseinandergesetzt. Auf der Suche nach der Herkunft des Aneignungsbegriffs in seiner Erziehungstheorie kommen aber auch die in kulturevolutionärer und anthropologischer Hinsicht auffällig ähnlich konzipierten Theorieansätze der sogenannten kulturhistorischen Schule der sowjetischen Psychologie in Frage, für die rückblickend unter anderem Lev Vygotsky, den kennen Sie in Zone der nächsten Entwicklung und so weiter, vor allem aber Alexei Leontief standen. Aneignung wurde von Leontief auch Interiorisation genannt. Jetzt machen wir mal einen kurzen Switch in die Psychologie und gehen dann gleich wieder zurück, damit wir uns nicht zu lange auf fremdem Feld bewegen. Als Interiorisation bezeichnet man bekanntlich den Übergang, schrieb Leontief, durch den die ihrer Form nach äußeren Prozesse, die sich mit äußeren stofflichen Gegenständen vollziehen, denken Sie an ein Kind, das mit einem Fröbelwürfel spielt beispielsweise, ja, in Prozesse verwandelt werden, die auf der geistigen Ebene, auf der Ebene des Bewusstseins verlaufen. Dabei werden sie einer spezifischen Transformation unterzogen. Sie werden verallgemeinert, verbalisiert, verkürzt und vor allem werden sie zu einer Weiterentwicklung im Subjekt fähig, die über die Möglichkeiten der äußeren Tätigkeit hinausgeht. Ja, also ich kann sozusagen als zweijähriges Kind, das den Würfel stapelt, den geteilten Würfel von Fröbel, Spielgabel Nummer 3, ja, kann ich die äußere Tätigkeit, habe ich vielleicht beobachtet bei Erwachsenen, ich vollziehe dieses Stapeln der Würfel und ich baue einen Turm aus den 8 Teilwürfeln. Ja. Aber das Kind ist plötzlich in der Lage, auf Ideen zu kommen, was könnte man denn noch alles damit machen, mit den Tätigkeiten, die ich hier angeeignet habe. Kann ich das vielleicht auch mit Kugeln tun? Und schon probieren Kinder das aus und merken, oh, die Kugeln, die lassen sich nicht stapeln, die würfeln aber auch. Und bemerken Unterschiede und erweitern diese Tätigkeiten. Das ist damit gemeint bei Leontief. Gegenstände bilden dabei kulturelle bzw. gesellschaftliche Erfahrungen, die objektiviert sind, wie der Würfel, die also zunächst außerhalb des aneignenden Subjekts in einer Kultur liegen und durch andere Menschen repräsentiert werden und die durch aneignende Tätigkeit subjektiviert werden können. Das ist erstmal Leontief.
Diesem Ansatz entsprechend ist auch der Ausgangspunkt der Tätigkeit des Aneignens in Sönkels Erziehungstheorie das Subjekt. Ihr Zielpunkt, also der Zielpunkt der Aneignung, des Aneignens, ist die Sache, auf die sie gerichtet ist. Mit Kade formuliert ist Aneignung grundsätzlich als individuelle Eigenleistung von als individuelle Eigenleistung von Handlungs- und Erlebenssubjekten zu begreifen. Mit dem Aneignen können Sinnzuschreibungen, wie, das sind jetzt Metaphern, ja, die versuchen das einzugrenzen, Sinnzuschreibungen wie das an sich heranholen, das Verinnerlichen, das von außen nach innen bringen, das in Besitz nehmen, das Umgehen mit Kultur, aber auch, das haben Sie an dem Spielbeispiel sehen können, an dem Würfelbeispiel, ein nach außen darstellen, sich in Aneignung befindlicher Kultur verbunden werden. Die soeben benannten Prozesse, die ich jetzt aufgezählt habe, können aber jeweils für sich betrachtet eben nur Metaphern dessen sein, was ein Subjekt im konkreten Vollzug einer Aneignung praktisch tut. Sachlich bewegt man sich hier immer im Grenzbereich zwischen Erziehungswissenschaft und Psychologie. Letztere, die Psychologie, arbeitet heute vor allem mit dem psychologischen Begriff des Lernens, und um die Bedeutung der das aneignende Subjekt umgebenden Kultur hervorzuheben, verwendet beispielsweise Michael Tomasello, der war ja auch mal hier eingeladen, im Online-Vortrag, finde ich sehr spannend, der verwendet etwa die Formulierung des kulturellen Lernens. Ja, also Lernen, ähnlich wie die kulturhistorische Schule um Leontief, Lernen, Leontief sagt Aneignung, in einer Kultur und die Einflüsse der Kultur auf das Lernen. Doch viele Voraussetzungen, die Kultur inhaltlich für das Aneignen bzw. das Lernen bietet, lassen sich nicht ohne die vermittelnde Einwirkung anderer Subjekte interiorisieren. Deshalb reicht es nicht nur auf Aneignen und quasi so eine schwammige, wabernde Kultur darum zu schauen, sondern wenn wir uns quasi als erziehungswissenschaftlich Interessierte dem Thema widmen, brauchen wir auch irgendeine Idee, was kommt denn da noch dazu? Sonst können wir das ganze Feld ja der Psychologie überlassen. Da gibt es genügend Theorien, Tomasello, Leontief, Piaget, guckt mehr auf Entwicklung, aber hat auch Ideen dazu. Ja, also was macht die Pädagogik aus? Und da kommt eben dieser Punkt, drittens, Vermitteln dazu. Vermitteln die auf Aneignung gerichtete Tätigkeit. Zunächst allgemein, weil der Vermittlungsbegriff teilweise auch skeptisch beäugt wird, sage ich mal vorsichtig, miteinander vermitteln lässt sich einiges. Aus dem menschlichen Alltag in diesen Dienstleistungsgesellschaften kennen wir etwa die institutionalisierte Vermittlung von Arbeitsplätzen an Arbeitssuchende. Vermittelt werden kann aber auch im Rahmen einer Mediation im Falle eines Streits. Vermittelt wird außerdem auf technischer Ebene im Falle von Telefongesprächen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Vermitteln zunächst noch unmittelbar durch Personen organisiert, die in Fernsprechämtern manuell Gesprächspartnerinnen zusammenschalteten, ja, gefolgt von analogen und inzwischen von digitalen Vermittlungsstellen. Gemeinsam ist all diesen unterschiedlichen Situationen, dass Vermitteln eine Einwirkung auf ein Dazwischen bildet. Zwischen Person und freier Arbeitsstelle bei einem Unternehmen, das ArbeitnehmerInnen sucht, zwischen Personen, die streiten, diesen Streit aber nicht eigenständig zufriedenstellend lösen können, und zwischen Menschen, die miteinander telefonieren. Keine dieser Situationen ist jedoch bereits per se als pädagogisch zu verstehen, auch wenn Pädagogisches am Telefon stattfinden kann. Ja. Aber erstmal ist es nicht per se pädagogisch. Im Falle der Arbeitsvermittlung haben wir es mit einem ökonomischen, eventuell mit einem sozialarbeiterischen Geschehen zu tun. Bei der Konfliktlösung durch Vermittlung bzw. Mediation haben wir es mit einem psychosozialen, vielleicht auch mit einem juristischen Geschehen zu tun. Und bei der telefonischen Vermittlung haben wir es mit einem technischen Geschehen zu tun. Pädagogisch ist ein Vermitteln erst dann, wenn es, so Sönkel, strukturell auf den Bereich zwischen lernendem Subjekt, der aneignenden Subjekt und der Sache, die sich das Subjekt aneignet, gerichtet ist und auf diese Aneignung auch tatsächlich einwirkt und nicht vorbeizielt. Vermitteln ist daher im Übrigen auch nicht das, wofür es in oberflächlich geführten pädagogischen Debatten hin und wieder gehalten wird. Eine etwas unscharfe Kritik richtet sich dabei auf Vermittlung als Idee eines Nürnberger Trichters oder als Tun, bei dem eine vermitteln tätige Person eine andere Person als Objekt erzieherischer Einwirkung adressiert und dessen Verhalten technologisch an die Umwelt anpasst. Ja, das ist ja das, was wir bei Prezinka haben. Da sind
heran, das sind die anderen Menschen, wie er sie bezeichnet, Objekte erzieherischer Einwirkung. Auch bei Dilthey, ja, der hat damals im 19. Jahrhundert Erziehung bezeichnet als Einwirkung Erwachsener auf das Seelenleben Heranwachsender. Ja, so. Damit wären die zum Objekt, die Heranwachsenden, wie er sie nennt. So, hier ist es aber anders. Ja? Hier haben wir es mit einer Einwirkung auf die Tätigkeit eines Subjekts zu tun und es wird als Subjekt erstmal soweit gesetzt. Vermitteln ist jedoch sachlogisch eben gerichtet auf das Dazwischen, auf die Aneignung. In Sünkels Erziehungstheorie kann das Vermitteln an der Stelle, an der es auf das Aneignen trifft, verschiedene Richtungen, Weisen und Formen und Mittel der Einwirkung annehmen. Das ist jetzt wahrscheinlich das einzige wirklich Komplizierte, weil ansonsten glaube ich relativ einer relativ klaren Theorie. Zumindest auf die Richtung und Weisen vermittelnder Einwirkung will ich kurz eingehen, denn die lassen sich anhand einiger Variationen eines Beispiels verdeutlichen, die ich in einem älteren Text schon mal verwendet habe. Ein Vater sieht, wie ein Kind mit einer vollgefüllten Tasse erstmalig auf wackeligen Beinen durch die Wohnung zum Esstisch läuft. Das könnte ich privat beobachtet haben. Ja. Im ersten Fall räumt er, der Vater, den Weg frei, sodass das Unternehmen des Kindes, diese Tasse möglichst ohne was zu verschütten, zum Tisch zu bringen, glückt. Der Vater ist unterstützend vermittelnd tätig. Aha, da ist wieder Schleiermacher, unterstützen. Gegenwirken kommt auch gleich. Also er ist unterstützend tätig, indem er die bereits begonnene Aneignungstätigkeit des Kindes mit einem scheinbar beiläufigen Tun, Hürden aus dem Weg räumen, begleitet. Die Aneignung dieser komplizierten Gemengelage zwischen der Physik der Flüssigkeit, ihrer Oberflächenspannung, der Tassengröße, der Beschleunigung des Kindes, ja, und der Fliehkraft wird hier alltagspraktisch erfahren. Auch wenn die physikalischen Konzepte, die ich jetzt genannt habe, selbst für das Kind noch gar nicht thematisch werden oder werden müssen. Das kann Schule später machen. Im zweiten Fall nimmt der Vater, das ist eine Variation, würde man sagen, in der Phänomenologie, wir variieren das Beispiel, im zweiten Fall nimmt der Vater die Tasse weg und trägt sie selbst zum Tisch, weil er keine Flecken auf dem Teppich haben will und vielleicht auch, weil er keinerlei Idee von Erfahrungslernen hat und wie wichtig das ist in der frühesten Kindheit. In Bezug auf die Richtung vermittelnder Einwirkung, auf das Aneignen, zeigt sich uns, im ersten Fall unterstützt der Vater die Aneignungstätigkeit des Kindes, im zweiten Fall wirkt er ihr entgegen. Beides kann vermittelte Aneignung im Sinne Sünkels sein, sofern die Aneignung bei der Fertigkeit des Tassetragens bzw. des Wissens darüber, dass das Kind sie noch nicht eigenständig tragen soll, zweites Beispiel, tatsächlich stattfindet. Eine Nebenbemerkung dazu, ob diese beiden Varianten vermittelter Aneignung gut oder schlecht sind, also wie wir selbst privat oder als professionelle Pädagogin handeln würden, dafür interessiert sich die Grundlagentheorie überhaupt nicht. Das ist kein Thema allgemeiner Grundlagentheorie. Es geht im Sinne Sünkels nicht darum, Erziehung zu optimieren, sondern allein um die Frage nach der Erkenntnis, was ist Erziehung und nicht wie soll sie sein. Ja? Sünkel unterteilt diese beiden möglichen Einwirkungsrichtungen, die er aus Schleiermachers Überlegungen, aus den Vorlesungen, die ich vorhin genannt habe, 1826 übernommen hat, noch einmal in zwei Einwirkungsweisen. Zwei zum Unterstützen, unterhalb des Unterstützens und zwei unterhalb des Gegenwirkens. Unterstützen kann dabei als Ermöglichen und Veranlassen stattfinden. Im erstgenannten Beispiel, der Vater räumt den Weg frei, wurde ein Ermöglichen erkennbar, indem der Vater den Weg für die Tasse tragende Kind quasi geebnet hat. Ob die Situation aber durch den Vater auch veranlasst war, zum Beispiel durch eine Aufforderung, die Tasse zu holen, konnten wir nicht erkennen, es wäre aber denkbar. Einwirkungsweisen, die sich auf derselben theoretischen Ebene unterhalb der Gegenwirkung finden, werden von Sünkel als verhindern oder unterbinden und unterbinden bezeichnet. Im Falle des zweiten Beispiels wäre durch das Wegnehmen der Tasse ein Unterbinden der sich bereits vollziehenden Aneignungstätigkeit denkbar. Verhindert hätte der Vater die gesamte Situation am ehesten, so es denn glückt, durch ein generelles Tassennutzungsverbot, ja, im Haushalt. Über diese Richtung und Weisen vermittelnder Einwirkung hinaus hat Sünkel auch Einwirkungsformen wie Lob, Tadel, Spiel, Arbeit oder Strafen aufgeführt. Ergänzt werden könnte hier mit Blick auf Prange und Gabriele Strobel-Eisel nur noch das Arrangieren, ja,
Und Sünkel kennt auch Einwirkungsmittel. Und die können materiell sein, ganz klassisch, zum Beispiel der Zeigestock, mit dem ja auch Klaus Prangel in vielen Texten arbeitet, verlängerter Zeigefinger. Ne? Oder immateriell können diese Mittel auch sein, zum Beispiel eine Idee. Ne? Das kann auch ein Einwirkungsmittel sein. Die genannten Beispiele verdeutlichen meines Erachtens auch eindrücklich, wofür eine deskriptive Theorie pädagogischer Praxis nützlich sein kann, aber auch inwiefern sie ein praktisch-pragmatisches Denken irritiert. Denn Sünkels Theorie ermöglicht es, auch diejenigen Erziehungssituationen zu beschreiben und zu analysieren, die in einer liberalen und demokratischen Kultur wie unserer aus guten Gründen nicht mehr oder zumindest nicht mehr so häufig wie noch vor einigen Jahrzehnten praktiziert werden. Also ich denke beispielsweise an das Ächtung, das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung. Im November 2000 erst durch den Bundestag gegangen, relativ spät, nachdem skandinavische Länder die Kinderrechte schon viel früher umgesetzt haben, ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ja. Was wir gesehen haben, ist tatsächlich statistischen Rückgang strafender pädagogischer Praktiken. Aber es gibt sie ja noch immer. In manchen Familien, auch in manchen Schulen, manchen pädagogischen Institutionen. Und jetzt wäre nämlich die Frage, ist das dann keine Pädagogik? Manche machen es sich sehr leicht und sagen, ja, das ist dann Versuch der Manipulation von Kindern. Aber vielleicht ist es auch eine Form vermittelter Aneignung, aber eben eine, die wir zu Recht in einer an Kinderrechten, an Menschenrechten orientierten Kultur nicht mehr sehen wollen. Ja, aber Erziehungstheorie hält sich da fern. Die will erstmal alles beschreiben, was vermittelte Aneignung unter Umständen sein könnte. Erzieherische Strafen, aber auch andere Formen des Gegenwirkens sind, habe ich gerade gesagt, in Mitteleuropa und anderen Regionen, unter anderem aufgrund der Entwicklung von Kinderrechten und der präzisierten Erkenntnis über Entwicklung von Kindern, über die Ontogenese kritisiert und die Körperstrafe ist geächtet worden. Wir wissen aber, sie existieren weiterhin. Aber ohne eine Erziehungstheorie mit so einer hohen Reichweite, wie es bei Sünkel der Fall ist, ließen sich diese unterschiedlichen Formen vermittelter Aneignung eben kaum erkennen und feststellen und analysieren. Vierter Punkt, jetzt sind wir weg von den zwei Subjektebenen, vermitteln und aneignen, jetzt kommen wir zur Objektebene. Erziehung besteht bei Sünkel nicht allein aus den Tätigkeiten der mindestens zwei Subjekte, sondern er sagt aus drei situativen Kernpositionen. Den Eckpunkten könnte man sagen, des klassischen didaktischen Dreiecks vergleichbar. Zitat, dem dritten Faktor, Zitat Sünkel, dem dritten Faktor, dem Zögling, wie er ihn nennt, und dem Erzieher, die allesamt in derselben Situation selbstverständlich auch mehrfach besetzt sein können. So wie jetzt hier. Also laut Sünkel wären sie alle Zöglinge und ich wäre Erzieher. Ich bin das vermittelnde Subjekt, sie sind die aneignenden Subjekte. Ich spreche gerade sozusagen an den Kollektivzögling, so würde Sünkel das nennen. Und es ist was Spezifischeres, es ist vielleicht schon eine Unterrichtssituation. Es ist nicht nur Vermittlung und Aneignung, sondern es ist spezifischer, es ist Lehren und Lernen. Das würde er in seiner Phänomenologie des Unterrichts so nennen. Die hat er komischerweise vor der Erziehungstheorie veröffentlicht. Andersrum wäre es irgendwie plausibler gewesen. Weil Unterricht quasi eine spezifische Form der Erziehung bei ihm ist. Stimmt. Die Beziehung zwischen diesen dreien, die Kernbeziehung also, bilden die Grundstruktur aller denkbaren einzelnen Erziehungssituationen, schreibt Sünkel. Das Vermitteln richtet sich auf die Aneignungstätigkeit des lernenden Subjekts, um dieses beim Aneignen entweder zu unterstützen oder ihm gegenzuwirken. Kurzum, während die Vermittlung auf die Aneignung bezogen und somit handlungsorientiert ist, ist die Aneignung gegenstandsorientiert. Um diesen Gegenstand soll es mir nur noch einmal kurz gehen. Im Sinne der in einer Kultur objektivierten Erfahrungen umfasst dieser sogenannte dritte Faktor, dieser obere Bereich, die Trias der Kenntnisse, Fertigkeiten und Motive. Man könnte auch statt Motive Einstellungen sagen. Diese Kategorien-Trias, die sich ebenso auch als Wissen, Können und Wollen beschreiben lässt, so nennt es Prangel in seiner Erziehungstheorie, bildet nach jeder geschehenen Aneignung in jedem individuellen Zustand eines Subjekts den sogenannten pädagogischen Aufbau der Person, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und dieser Aufbau der Person verändert sich mit jeder neuen Situation vermittelter Aneignung immer wieder. Das heißt, Menschen verfügen in jedem Moment ihres Lebens über bestimmte Kenntnisse, Fertigkeiten und Motive, auch schon 6 Monate alte Säuglinge. Ja?
verfügen über bestimmte Kenntnisse, Fertigkeiten und Motive, die bis zu eben diesem Zeitpunkt durch sie angeeignet worden sind und somit potenziell zur Voraussetzung für künftige Aneignungsmomente werden können. Sönkel spricht daher auch von Dispositionen, von Voraussetzungen für immer weitere Tätigkeiten. Das hört nie auf. Ja? Allerdings nehmen Subjekte Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen nicht rein rezeptiv auf, sondern sie machen sie sich individuell zu eigen, indem jedes lernende Subjekt seinen Zustand immer wieder aufs Neue verändert und auch nach seinen eigenen Vorstellungen und eigenen Intentionen entwickelt. Das ist auch der Punkt, weshalb ich vorhin in der Nebenbemerkung angedeutet habe, dass es ein Problem ist, wenn man bei einer Erziehungstheorie nur auf die Intentionen, Absichten der vermittelnden Subjekte schaut. Weil dafür, dass so ein Geschehen in Gang kommt, braucht es zumindest keinen Widerwillen des aneignenden Subjekts. Und das ist ja auch schon eine Form von Intention. Na gut, ich mache mit. Ja? Wenn ich schon gefragt werde, habe zwar keine Lust, aber es muss halt sein. So. Ein ungelöstes Problem, also Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang, muss man sagen, in der Erziehungstheorie, das Sönkel zumindest jetzt hier mal aufwirft, ja, dass es eins ist. Sönkel hat die vermittelte Aneignung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Motiven auch nicht fraglos als etwas für unsere Gattung spezifisches vorausgesetzt, sondern sich auch mit möglicher Erziehung, also mit kulturellem Lernen, beispielsweise unter anderen Primaten beschäftigt. Seine frühen Auseinandersetzungen richteten sich dabei vor allem auf die Studien zur vermittelten Sprachaneignung bei Schimpansen von David Premack, die Sönkel etwa auf den internationalen Hegel-Kongressen, so hießen Vortragstitel damals, als Differenz des Humanen diskutiert hat. Und das erinnert mich wirklich erstaunlich, auch deswegen habe ich Tomasello vorhin erwähnt, an diese vergleichenden Studien zwischen Menschenkindern und Affen, ja, die nicht nur auch helfen, sondern die auch Kultur haben. Ja, also wenn Jane Goodall beispielsweise, da bezieht sich Tomasello ja auch drauf, zeigt, wie Schimpansen quasi einen Stock in das Termitenloch stecken und den drehen, damit die Termiten hochkrabbeln und das regelrecht als Besteck benutzen, um sich dann das sozusagen genussvoll in den Mund zu schieben, diese Handvoll Termiten. Ja, das ist ja schon auch eine Art von Kultur und die wird offensichtlich vermittelt. Das ist nicht genetisch angelegt, dass Schimpansen irgendwann Stöcke in die Hand nehmen und nach Termiten drehen im Loch, ja, sondern das haben die sich abgeschaut. Also da gibt es schon auch sowas wie vermittelte Aneignung, auch wenn die Kultur nicht so komplex ist wie die Menschenkultur. Menschheitskulturen, die sich entwickelt haben, ist ja im Plural zu nennen. Diese interdisziplinären Absicherungen Sönkels trugen dazu bei, spezifisch anthropologische Voraussetzungen von Erziehung zu identifizieren, die Sönkel seiner Erziehungstheorie als Prämissen zugrunde gelegt hat. Das sind drei, die sind ganz schlicht, muss man sagen. Der Mensch sei ein soziales Wesen, also Sozialität, er sei ein kulturelles Wesen, Kulturalität, weil es muss ja Kultur vermittelt werden, Kenntnisse, Fertigkeiten, Einstellungen, ist alles Kultur. Und er sei als Individuum sterblich. Die Mortalität oder er wird geboren, neugeboren und verfügt noch nicht über Kultur. Das ist die Natalität, so könnte man es auch als Gegenbegriff bezeichnen. Und aus dieser einfachen und in ihrer Klarheit, wie ich finde, irgendwie auch bestechenden anthropologischen Trias ergibt sich das Problem, dass mit jeder neuen Generation von Menschen, mit jeder Geburt immer neu hervorgebracht wird und dass Erziehung einfach, also nicht einfach, sondern dass Erziehung immer wieder löst. Kultur im Sinne eines über die Kulturevolution hinweg entwickelten Wissens, Können und Wollens kann über die Zeit hinweg phylogenetisch nicht fortbestehen, wenn nicht Generationen von Menschen immer wieder in eine bestimmte soziale Interaktion eintreten, die Kultur oder zumindest gewichtige Teile von Kultur sichert. Tomasello nennt das Wagenhebereffekt. Das verhindert ein Abrutschen der Kultur. Ja? Und da hat Erziehung ihre Funktion, da hat vermittelte Aneignung ihren Sinn, ihre Bedeutung. Durch sie geschieht es. Sie befähigt jüngere Generationen, so in die vorgefundene Kultur einzutreten, dass sie aufnehmen in gewichtigen Teilen und, das ist jetzt wieder Schleiermacher, selbst auch in die Lage versetzt werden, in dieser Kultur tätig zu werden und sie aufs Neue durch Vermittlung zu sichern. Aber eben auch sie zu verändern, sonst hätten wir ja kulturelle Statik. Ja? Das ist am ehesten angestrebt in autoritären Gesellschaften, dass man den Status quo erhalten will, möglichst auch im familiären Kontext, damit keiner auf dumme Ideen kommt, ja, und liberale Demokratie oder sowas fordert. Deshalb spricht Sönkel in Bezug auf Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellung auch von Tätigkeitsdispositionen. So, letzter Punkt, Schlussbemerkung.
Erziehung hat in einer solchen allgemeinen, also deskriptiv analytisch ausgerichteten Definition aus meiner Sicht eine sachlogisch äußerst präzise, allerdings aufgrund der hohen Reichweite dieser Theorie vom grammatischen Alltagsgebrauch des Wortes auch deutlich abweichende Bestimmung erfahren. Wenn ich auf der Straße jemandem sage, pass mal auf, Erziehung ist jetzt nicht mehr der Erzieher erzieht den Zögling, sondern vermittelte Aneignung nicht genetischer Tätigkeitsdisposition, da entsteht erstmal ein großes Fragezeichen, wenn man die Hintergrundtheorie nicht kennt. Ja? Das macht es für die Öffentlichkeit schwer vermittelbar. Indem Sünkel von einer Bisubjektivität der Erziehung ausgeht, zeigt er, dass die alltagssprachliche Rede und Idee von jemand erzieht jemand anderen für das Geschehen Erziehung insgesamt, aber sachlich wohl nicht zutreffend ist und dass das, was wir im Deutschen alltagssprachlich als Erziehung bezeichnen, die zweite für ein tatsächlich stattfindendes Erziehungsgeschehen notwendige Tätigkeit, nämlich das Aneignen, als konstitutives Element der Sache kaum in den Sinn kommen lässt. Es finden sich zwar Versuche, die im Alltagsgebrauch transportierte Unidirektionalität bzw. Monosubjektivität in einem allgemeinen Erziehungsbegriff zu retten, zuletzt vor allem von Peter Ludwig. Diese Versuche sind aber aus meiner Sicht wenig überzeugend, da sie sich mit den bisubjektiven Erziehungstheorien, vor allem Pranger, den zähle ich da auch dazu, und Sünkel, man könnte auch überlegen, ob Benner dazu zählt. Da bin ich mir bis heute nicht so ganz sicher. Erziehung als Aufforderung zur Selbsttätigkeit. Da können wir nachher mal diskutieren. Also das Problem ist, Ludwig und andere setzen sich damit im Detail gar nicht auseinander. Dennoch will ich ihn, weil er eine recht umfangreiche Kritik auch angebracht hat in seinem Buch von 2020 über pädagogische Theorien hier nennen, um die weitere Auseinandersetzung mit Erziehung anzuregen. Laut Peter Ludwig brächten interaktive Erziehungsbegriffe wie die Sünkels unhandhabbare Termini hervor. Sein zentrales Argument gegen einen interaktiven Erziehungsbegriff aber ist die, Zitat, Unvereinbarkeit mit gängigen Vorstellungen von Erziehung, also mit Alltagsvorstellungen, wie sie sich zum Beispiel in sprachlichen Äußerungen niederschlagen. Typische Aussagen, die den Mustern Person A erzählt Person B oder B wurde von A erzogen folgen, ergeben laut Ludwig dann keinen Sinn mehr, wenn Erziehung als ein Geschehen gesehen wird, das von zwei Akteuren mit unterschiedlichen Rollen initiiert ist. Und bei Sünkel ja sogar mit unterschiedlichen Tätigkeiten, die ausgeübt werden. Und so Ludwig weiter, wieder Folie, wenn der Begriff Erziehung selbst bereits auf die Mitwirkung der Zuerziehenden zugeschnitten würde, und das machen Sünkel und Prange ja, dann gäbe es per Definition eben keine Erziehung, die ohne diese Mitarbeit auskommt. Dies widerspräche, da haben wir sie wieder, gängigen Vorstellungen, etwa im Elementarbereich. Jetzt habe ich jahrelang in der Frühpädagogik gearbeitet. Das trifft überhaupt nicht zu auf den Elementarbereich. Da haben wir ziemlich viele Versuche, quasi die Subjektivität des Kindes hervorzuheben. Piaget wurde rezipiert, das Kind sei Akteur seiner selbst. Co-Konstruktion ist da so ein Standardbegriff, ja, von F. Tenakis, der den hessischen und den bayerischen Bildungsplan mitgeschrieben hat. Also die Diskussion gibt es eigentlich so gar nicht. Das ist keine gängige Vorstellung im Elementarbereich. Im Gegenteil, da hat ein grundlegender Wandel stattgefunden. Und darüber hinaus kommt der von mir eingangs aufgegriffene Sonnenuntergang als gängige Vorstellung hier wieder ins Spiel. Ist jetzt ein bisschen polemisch, aber die Rede von einer untergehenden Sonne, untergehend, hat die Astronomie als Wissenschaft erfreulicherweise nicht aufgehalten, ihren wissenschaftlichen Siegeszug hin zur heute gültigen Erkenntnis über unser Sonnensystem zu nehmen. Also wie das wirklich da draußen ist im Weltall. Ja? Und dass wir eben nicht das Zentrum sind, sondern die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems, heißt ja inzwischen auch so. Die Alltagsrede, Alltagssprache und Idee vom Sonnenuntergang besteht zwar im Deutschen fort, vermutlich weil sie irgendwie griffig ist, weil sie eine historische Tradition hat, von allen irgendwie verstanden werden kann. Es klingt ja auch schön, ja, Sonnenuntergang. Kurzum, sie ist gängig. Aber wissenschaftliches Wissen hat sich über diese Gängigkeit begründet hinweggesetzt. Es stellt sich daher die Frage, warum soll eine solche Differenz der Wissensform, Alltagswissen versus wissenschaftliches Wissen, nicht auch im Hinblick auf Erziehung möglich und vielleicht sogar sinnvoll sein? In der Wissenschaftsforschung, jetzt jüngst vor allem Katharina Vogel, wird Alltagswissen und die mit dieser Wissensform verbundene Sprache klar von wissenschaftlichem Wissen unterschieden.
Gängigkeiten im Alltag ist für wissenschaftliche Erkenntnisproduktion ein denkbar schlechtes Argument. Es bleibt abzuwarten, wie die künftige grundlagentheoretische Forschung in der Erziehungswissenschaft weiter an der Klärung des Allgemeinen arbeiten wird. Vom Tisch, wie Peter Ludwig das schreibt, sind Interaktionstheorien wie Sünkels Ansatz einer vermittelten Aneignung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen aber keineswegs. Soweit von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.